Hallo zusammen. Wir sind hier in Marokko zur Pressevorstellung der neuen Tiger 900. Triumph hat der neuen Tiger 100 Kubik mehr spendiert. Im Hinblick auf Euro 5 natürlich haben sie das so geplant. Wir haben nämlich nicht mehr Leistung, es sind immer noch 95 PS, aber dafür mehr Drehmoment. Und wie gesagt, Euro 5 kompatibel. Und der Motor wurde natürlich komplett umgebaut. Er wurde auch leichter und ein bisschen kleiner und sitzt jetzt im Fahrwerk auch ein bisschen weiter vorne. Alles im Hinblick auf bessere Fahrbarkeit. Gestern hatten wir die Möglichkeit, die zwei verschiedenen Varianten der Tiger, einmal die GT und die Rallye, auf der Straße zu fahren. Wie gewohnt, super Reisemotorrad, hat sich nicht viel verändert, immer noch super bequem und sehr langstreckentauglich, auch dank dem Dreizylindermotor. Der hat sich jetzt insofern verändert, die haben dem eine neue Zündreihenfolge spendiert. Dementsprechend verhält sich der Motor jetzt untenrum eher wie ein Zweizylinder und oben raus wie ein Dreizylinder. Das ist vor allem im Gelände dann spürbar merkbar. Wenn ich jetzt vergleiche mit der Tiger 800, war im Gelände, musste man immer mit ein bisschen mehr Drehzahl fahren, um mit dem Hinterrad steuern zu können. Und das war nicht immer ganz so leicht. Und jetzt ist es wirklich so, wenn ich vergleiche mit einer Africa Twin oder einer KTM, kann man mit sehr wenig Tourenzahl jetzt mit dem Hinterrad steuern und das vereinfacht die ganze Sache natürlich sehr. Also heute waren wir den ganzen Tag im Gelände unterwegs, haben viele Sachen gemacht, auch ziemlich schwierige, und die Tiger war eigentlich von allen Sachen sehr unbeeindruckt. Das Fahrwerk ist jetzt auch top of the art. Es wurden Showa-Elemente spendiert mit vorne 240 mm Federweg und hinten 230 mm. Die schlucken also ziemlich alles weg. Es ist relativ soft eingestellt, aber das, was wir heute unternommen haben, war wirklich super jetzt mit dem Fahrwerk. Auch auf der Straße funktioniert das recht gut. Klar, wir haben jetzt natürlich durch den Federweg eine höhere Nickbewegung, aber daran gewöhnt man sich. Für die Leute, die natürlich vorwiegend auf der Straße unterwegs sind, empfiehlt sich natürlich die GT, die natürlich viel stabiler ist, auch vom Federweg her weniger. Und auch die Dämpfung ist natürlich straffer abgestimmt. Für alle Leute, die dann ab und zu ins Gelände wollen, ist natürlich die Rallye empfehlenswert. Und auch dort haben sie gearbeitet. Also nicht nur bei der Rallye, auch bei der GT. Wenn man den Rahmen anschaut, ist jetzt neu ein geschraubtes Aluminiumheck. Auch die Sozia-Fußrasten sind angeschraubt. Auch das hat sich verändert. Das wurde natürlich vorher bemängelt, dass das alles in einem war, weil bei einem Unfaller oder so musste man dann den ganzen Rahmen wechseln. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das Heck auszutauschen. Das Ganze wurde auch natürlich auch ein bisschen leichter. Im Ganzen haben sie 5 Kilo eingespart beim Motorrad. Und was auch ganz auffällig ist, ist das neue 7 Zoll TFT-Display. Ist also wirklich riesengroß. Da braucht man jetzt also wirklich keine Brille mehr, um das lesen zu können. Und auch der Kontrast ist sehr eindrücklich. Also auch bei direkter Sonneneinstrahlung sieht man immer ganz glasklar, was da angezeigt wird.
Und ich bin dann auch wieder mal gespannt, wie sich jetzt die Tiger positioniert im Mittelklasse-Reise-Enduro-Segment. Ich denke, die haben einen rechten Schritt vorwärts gemacht und die Konkurrenz muss sich jetzt dann langsam warm anziehen. So weit, so gut und danke vielmals und bis zum nächsten Mal.